Manchmal genügt ein Tropfen, um Leben ins Spiel zu bringen. Ein Tropfen einer der wertvollsten Materialien der Welt. Wasser. Sipplingen, Pumpstation und Wasserwerk der Bodensee-Wasserversorgung. Hier fördern wir Trinkwasser für Baden-Württemberg. Doch was ist das eigentlich? Trinkwasser. Darunter verstehen wir Wasser, das jeder Mensch jederzeit bedenkenlos trinken kann. Und um das sicherzustellen, gehen wir in jedem Abschnitt der Trinkwassergewinnung mit äußerster Sorgfalt vor. Unser Wasser stammt aus dem Bodensee, fern von Badenden, Booten, und gut geschützt vor Verunreinigungen entnehmen wir das Wasser in 60 Metern Tiefe. Die Tiefe garantiert eine gleichbleibende Temperatur des Wassers, 5 Grad Celsius über das ganze Jahr. Die Entnahmetürme sind mit einer Lochblechverkleidung ausgestattet, eine Art Sieb, das das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Über sogenannte Steigleitungen erreicht das Wasser dann das große Quellbecken. Hier sprudeln mehrere tausend Liter Wasser pro Sekunde zum ersten Mal ans Tageslicht. Fast schon könnte man das Wasser trinken. Die strengen chemisch-physikalischen Vorgaben der Trinkwasserverordnung sind bereits erfüllt. Doch im Wasser befinden sich immer noch Mikroorganismen und Schwebstoffe, die wir für unsere Kunden rausfiltern wollen. Dazu setzen wir insgesamt 12 Siebtrommeln ein, die mit ihrem feinmaschigen Gewebe Algen und kleinste Schwebstoffe zurückhalten. 15 Mikrometer klein sind die Öffnungen. Zum Vergleich, ein menschliches Haar ist etwa 60 Mikrometer dick. Mit dem bloßen Auge kann man jetzt keine Verunreinigungen mehr erkennen. Aber das ist uns noch nicht genug. Bakterien oder Keime gehören nicht ins Trinkwasser. Durch die Zugabe von Ozon verhindern wir das. Ozon oxidiert gelöste und organische Substanzen. Sie werden auf diese Weise deaktiviert. Doch woher wissen wir, ob sich jetzt noch unerwünschte Stoffe im Wasser befinden? Die Antwort darauf findet sich in diesem Gebäude, das Qualitätssicherungs- und Forschungslabor der Bodensee-Wasserversorgung. Hier erfassen und dokumentieren wir die chemisch-physikalischen und bakteriologischen Parameter des Wassers. Dazu entnehmen wir regelmäßig Proben im gesamten Verteilersystem der Bodensee-Wasserversorgung. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die Qualität unseres Trinkwassers stets einwandfrei ist. Zurück zu unserem Wasser. Was aussieht wie ein Schwimmbad, ist die letzte Filterstation. 27 Schnellfilter aus einer Anthrazitkohle- und Quarzsandmischung halten hier auch die letzten Trübstoffe zurück. Dann ist es geschafft. Unser Trinkwasser ist bereit für den Transport. Über 130 Millionen Kubikmeter Wasser verteilt die Bodensee-Wasserversorgung pro Jahr. Das entspricht dem Volumen von 50 Cheops-Pyramiden. Für diese riesige Menge benötigen wir ein leistungsstarkes Verteilungsnetz. 1700 Kilometer Rohre, vom Bodensee bis hinauf an die Grenze zu Hessen. Die Rohre haben gewaltige Ausmaße. Bis zu 2,25 Meter Durchmesser sind nötig, um die Wassermassen auf den Weg zu bringen. Zusätzlich stellen 20 Drucksteigerungsanlagen sicher, dass der Wasserbedarf zu Spitzenzeiten immer gedeckt ist. Die Bodensee-Wasserversorgung ist ein Zweckverband mit insgesamt 183 Mitgliedern, Städte und Gemeinden sowie andere Wasserversorgungszweckverbände. Als Kunden werden die Mitglieder mit Wasser beliefert, als Eigentümer finanzieren sie den Zweckverband mit ihren Umlagen. Das sorgt dafür, dass unsere Preise niedrig bleiben. Über 60 Jahre. So lange versorgen wir die Menschen in Baden-Württemberg bereits mit Trinkwasser. Jetzt ist es Zeit, die Anlagen zu erneuern und auf den Klimawandel vorzubereiten. Unter dem Namen Zukunftsquelle – Wasser für Generationen wird die Bodensee-Wasserversorgung den nächsten Schritt gehen. Damit auch Ihre Kinder und Enkel in Zukunft immer frisches Trinkwasser erhalten.